Und damit starten wir rein in die nächste Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Holstein Kiel. Wir haben einen neuen Helden, habt ihr ja gesehen, in der vorletzten Folge. In der letzten Folge ging es ja darum, dass ihr ein Teil der Mannschaft werden könnt und dafür euch einfach bewerben sollt, eine kleine Geschichte schreiben, in der letzten Folge am besten, also unter dem letzten Video, in der Folge 23,5. Für einen Jugendspieler, den wir hier haben, die werde ich dann nach und nach dann einpflegen. Ich habe eben gerade schon gesehen, die ersten Kommentare sind schon reingekommen. Auch ein gut altbekannter ist mit am Start, das freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, dass es euch heute auch wieder gefallen wird. Wir werden mal gucken, was wir hier machen. Ihr habt mir unter anderem Arp vorgeschlagen. Den müsste ich erstmal scouten, wäre relativ Standard, aber ich muss schon sagen, ist ja im Norden, ein Nordclub, vielleicht würde er ja zu uns verliehen werden, ist die Frage, kann er dann auch bei uns durchstarten? Das ist immer noch schwierig. Wir müssen erst einmal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Spieler verkauft bekommen. Deswegen spule ich langsam mal vor und schaue und hoffe, dass wir Angebote kriegen. Wir haben auf jeden Fall schon mal den ersten jungen Mann an LASK Linz verkauft, nämlich den Geritziger, wie auch immer er heißt. Wir müssen uns natürlich jetzt langsam ein bisschen von Spielern trennen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und es kommt eine Anfrage für Dominik Drexler. Puh, da will Nürnberg richtig in die Tasche greifen. Das ist schon ein guter Typ, den wir hier haben. Und da würde ich einfach mal sagen, abgelehnt. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir eventuell den ein oder anderen Spieler hier mal in der Teamzentrale vielleicht mal nach Rolle sortieren. Sagen Drexler, Angebote blocken. Schaller, Angebote blocken. Zichos, 28 Jahre alt, Angebote auch blocken. Kein Zombie, wunderbarer Mann. So, kann keine Transferanfragen annehmen, genau. Duxch ist gerade gekommen, Angebote blocken. Und Osave auch blocken. Also das sind schon mal hier ganz wichtige Spieler. Blocken wir. Burri, aufregender Mann für die Zukunft. Ja, also das finde ich komplett hier alles wegblocken. Aber, ja. Also schon mal so ein paar ganz wichtige Spieler. Weiter vorspulen. Ich weiß nicht, ob dadurch jetzt gar keine Anfragen mehr kommen. Polanski wechselt, okay. Trainingseinheiten können wir erst einmal so weitermachen. Osave ist auf 70, das ist gut. Eberle, ja, die Namen werden sich ja eventuell mit der Zeit ändern, ne? Da bin ich schon gespannt. Ich habe schon eine lange, langen Kommentar eben so kurz überflogen von Stissen. Junge, dich werde ich natürlich auch mit reinnehmen. Ich weiß noch nicht, welchen Spieler du haben willst, das werde ich aber noch machen. Der gute alte Stissen, er will einen blauen Afro haben. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Mal gucken. Und da kommt was. Monatsbericht der Jugendmannschaft. Und da sehen wir ja auch schon 75 bis 81, 72 bis 78, sind natürlich schon starke Jungs, diese drei. Jörg Rösch, den könnten wir theoretisch mit reinholen, ins Profiteam übernehmen. Die anderen hier, die so mit 50 und so weiter, die müssten eigentlich noch, hier hätten wir linken und rechten Flügel. Übernehmen wir mal, ich würde sagen, das sind aber vielleicht eher Spieler, die man eventuell mit der Zeit versucht zu verkaufen bzw. zu verleihen. So, das haben wir ja hinter uns. Dann einmal ganz kurz Teamzentrale, das Alter. Welche Spieler ich da vielleicht nochmal verleihen will. Kann ich hier auch nach Alter sortieren? Nein, ne? Gesamtbewertung kann ich hier machen. Auf der Transferliste, der hier, der Müller, müsste auf die Leihliste mal gesetzt werden. Genau. Ich kann ihn nicht verleihen. Das ist nicht so gut, dass man die nicht verleihen kann. Wenn die gerade frisch gekommen sind. Krazo ist ja verliehen. Der Torwart ist auf der Transferliste. Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Ja, da müssen wir uns noch drum kümmern. Werde ich aber
jetzt noch nicht direkt machen. Awuku, Perspektivspieler, ja, mal immer mal wieder reinholen, ne? Schaller auf die Transferliste. Heidinger, jawohl, Hermann. Lütti, okay, ja, das. Okay, okay. Wir machen mal einfach jetzt hier weiter. Gucken, wann das erste Spiel kommt. Schindler, ah. Die wollen uns jetzt hier auch den Schindler holen. Nein. Ach, auch von Drexler Achso, das habe ich geblockt. Ja, okay. Ich würde halt ganz gerne eigentlich Angebote für die Spieler kriegen, die ich auf der Transferliste habe. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich, dass das so ein bisschen immer dauert. Aber okay. Der Schwarze. 54 inzwischen Ebele auf 68. Wow. Wow. Also das ist schon nicht schlecht, was die da rausholen im Training. Kann man auch fast schon, ja, mal reinsetzen. Ein Angebot für ihn. Für Shen Laie. Würde ich sagen, können wir annehmen. Und Heidinger. Ja, also das nehmen wir mal an. Das Angebot. Und Heidinger können wir nochmal verhandeln. Ich versuche da mal so ein klein bisschen mehr rauszuholen. Wert. Also, ich möchte schon so ganz gerne seinen Marktwert haben. Ist zwar 32, mal gucken, was sie dazu sagen. 360. Unser letztes Angebot. Er ist halt auch nicht mehr so der Jüngste, ne? Na gut. Die müssen sich jetzt einigen. Hab ich, ne? Das Dortmund-Momentchen und Heidinger. Genau, das da oben wurde geblockt. Das heißt, der Kram kann erstmal weg. Okay. Transfers kommen noch. Abschlussbericht, Fiete ab. Scouting-Bericht, Update. Ja, das können wir hier schon mal ablehnen. Ablehnen. 60 bis 84. Ist nicht so stark aus. Sind alles nicht so Spiele, die mich jetzt so krass überzeugen. Also der hat 60.000 Wert, ne? Ja. 60.000. 60.000. Also. Ich behalte die einfach nochmal einen Monat. Und dann müssen wir gucken. So. Abgelehnt. Kaiserslautern zum Stillstand gekommen. Na, das ist ja ein. Ist ja mal was. So, Fiete hat eine 66. Jede Position vielversprechend. Aber boah. Ist der lahmarschig. Hat ja ein gutes Potenzial. Aber ich muss sagen, da bin ich nicht so sehr interessiert. Dann Isaiah Jung vielleicht schon eher. Du meine Güte, von Bremen 2. Sieht natürlich nicht schlecht aus. Können wir ruhig mal beobachten. Oder Jensen. Ja, vielleicht noch nicht. Elias Hut von Hannover. Aha. Ein LM. Ja, wir haben ja eigentlich ganz gute. Eggestein als Z-Am. Thilo Kehrer wird hier auch gesagt. Können wir ruhig auch mal beobachten. Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Das könnte sogar ein relatives Schnäppchen für uns werden, oder? Das hört sich nicht verkehrt an. Litka. Aha, aha, von Pauli. Okay. Felix Schröter von Bielefeld. Kein richtiges Gesicht. Ja, man muss ja so ein bisschen durchgehen. Und von wen Wiesbaden? Auch so sehr wenig Monate haben die noch. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Felix Platte. Na, wenn wir so ein bisschen mal rüber gucken, dass man hier sich das mal anschaut, aber würde vielleicht erst einmal Johannes Eggestein, den haben wir ja schon fertig gescoutet, vielleicht mal versuchen. So, den habe ich auf der Wunschliste. Warte mal. Wo ist meine Wunschliste denn eigentlich?
Wunschliste. Achso, das ist er ja hier, der Eggestein. Ich dachte schon. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Hm. Wenn man versucht, den vielleicht einzutauschen. Können wir mal einen Kaufvorschlag machen. Und so. Spielertausch. Ich würde dir einen Stürmer anbieten. Was sagt ihr denn dazu? Innenverteidiger dabei ist. Du meine Güte. Ja, da haben wir ja auch. Da haben wir auch richtig Mangelware, ne? Wir bräuchten wahrscheinlich nochmal einen weiteren. Anderen Verteidiger. Aktueller Wert. Nehmen wir mal 2 Millionen. Mal gucken, was sie dazu sagen. Wow. Okay. Okay, 2 Millionen für Eggestein. Okay, das verhandeln wir mal direkt, ne? Er will natürlich aber viel Kohle wahrscheinlich haben. Hallo. Guten Tag. Setz dich, nimm den Keks. So, 13.000 hat er. Ich würde sagen, Rotation ist nämlich gut genug. Wichtig. Okay. Ja, meinetwegen. 5 Jahre. Gut. Und Freigabesumme einmal ablehnen. 5 Millionen. Wir möchten nur Gehalt sprechen. Ja, 17.000. Das finde ich immer sehr schade, dass da, dass das immer so schwierig ist. Aber da werden die wahrscheinlich kaum mit sich reden lassen. 16.5, ach, das ist doch mal nett. Okay. Gut, damit wäre Eggestein jetzt bei uns an Bord. Im Sturm haben wir uns auf jeden Fall schon mal gut verbessert. Jetzt würde ich sagen, brauchen wir noch mal irgendwie einen weiteren Mann für die Innenverteidigung. Wir haben zwar keinen Zombie. Eggestein. Na moin. Da wird es Awuku jetzt ein bisschen schwieriger haben. Aber okay, Eggestein ist in Ordnung. Ja, ne, so als wichtiger Spieler, den man halt mal im Spiel einwechselt. Eberle auch als zweiten Stürmer. Uri. Ja, jetzt müsste ich mir mal ganz kurz Gedanken machen, ob wir irgendwie einen guten Innenverteidiger hier noch irgendwo haben. Wir hatten doch hier das Transfergerät. Defensive. Thilo Kehrer, das dauert noch 18 Tage, bis der fertig gescoutet ist. Deswegen werde ich mal ganz kurz nachschauen. Das heißt, es könnte sein, dass man ganz kurz hier ein bisschen was, dass es komisch aussieht. Thilo Kehrer, wie das bei dem so ausschaut, was da. Oh, der hat schon von Anfang an eine 73. Hat aber ein 84er Potenzial, also wäre vielleicht nicht schlecht, aber nur noch 11 Monate. Hm. Wir wissen nicht so viel über ihn, ne? Ah, ich gucke mal ganz kurz nochmal, ob wir weitere Spieler da haben, die vielleicht auch interessant wären. Dass wir einen zweiten Spieler irgendwie hätten. Bobakar. Mhm. Ja. Da kann man wenig sagen, ne? Timo Hübers. Der ist aber wahrscheinlich schon etwas stärker. Robin Bormuth. Aha. Ich würde es tatsächlich einfach mal hier ein IV, der 16 Jahre alt ist. Dann hier ein freier Spieler. Nee, das lohnt sich nicht so sehr. Auch ein freier Spieler. Ich habe gar nicht nachgeschaut, aber es ist eigentlich auch meistens jetzt schon zu spät und in der Regel gehen die Spieler auch zu anderen Vereinen. Ob es irgendwelche freien Spieler so gibt. Kevin Akpoguma. Okay. 11 Monate auch nur noch. Also läuft auch bald aus.
Habe ich den jetzt auf meine Liste gepackt? War ich so schlau? Nein, war ich nicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Sorry dafür. Transferzentrale vermerken. Und dann würde ich da nochmal versuchen nachzufragen. Wir wissen noch nicht so viel über ihn. Wir können ruhig mal einen Kaufvorschlag machen. Keine Ahnung. Transfersumme anbieten. Er hat nur noch 11 Monate. Man wird so um die 73 vielleicht haben. 3 Millionen? Wie blinkt hier gerade mein Monitor so ein bisschen? Oh. Okay. Lachhaft. Ja, gut. Da müssen wir jetzt erst einmal ein bisschen abwarten. Das heißt, wir scouten den weiter und wissen dann bald mehr. Also man muss wahrscheinlich da ein bisschen mehr reindrücken. So wie es zumindest aussieht aktuell. So, der junge Mann verbessert sich unheimlich gut. Okay. Wo haben wir denn noch dünne Stellen? Die Mannschaft kurz angeguckt. Torhüter, zu viele. RV haben wir Ronstadt, der ist jetzt verliehen. Wir haben Heidinger. Und Rösch. Und der kann auch IV spielen. Ist 1,91 groß. Vielleicht brauchen wir gar nicht einen weiteren. Wir haben Hermann. Das heißt, eigentlich wären wir damit schon ganz gut davor. Weil das ist so einer, der sporadisch spielen will, falls wir da mal einen anderen IV brauchen. Das werde ich mir vielleicht auch mal hier mal irgendwo hinhauen, dass ich das auch eben weiß. Heidinger haben wir hier auf jeden Fall. Er ist nicht so wichtig, denke ich mal. Wo ist denn der RV Rösch? Da. Der könnte theoretisch auch Innenverteidiger spielen. RV IV 1,91 wäre sogar als IV, denke ich mal, sogar besser, ne? Ist auch relativ flott. Ja, also, ne, falls man mal irgendwie da einen Ersatz braucht, packen wir den rein. Das ist doch gut. Das heißt, ich muss mich da gar nicht so sehr drum kümmern. Würde ich einfach mal jetzt gerne gucken, ob wir noch andere Angebote kriegen. Der Monat ist ja auch schon fast rum. Heidinger verkauft. Das hat geklappt. Weitere Angebote wollen gerade noch nicht so reinfliegen. Schade, wir haben so viele Torhüter, aber irgendwie werden wir die nicht los. Dabei sind die doch eigentlich ganz gut. Das ist schon komisch. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt das mit Eggestein hinbekommen haben. Die Nummern habe ich jetzt auch noch nicht bearbeitet. Aber ja, es ist in Ordnung. Eggestein, Eberle. Die können sich auch mal so ein bisschen durchrotieren. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht haben die sich ja sogar durch Transfer sogar ein bisschen verbessert. Bei Duxch zum Beispiel habe ich da die Hoffnung, dass er dadurch, dass wir ihn Laie beendet und dann gekauft haben, dass er sich da so ein bisschen im Potenzial verändert hat oder verbessert hat, wäre sehr gut. So, weiter. Ja, es kommt irgendwie nichts richtig rein, ne? Kronholm, oh. 410.000. Okay. Verhandeln wir nochmal. Wir gehen mal auf 500. Und kaufen werden sie den schon nicht, ne? 5%. 490. Okay. Gut. Das auch schon mal. Ich hoffe zumindest, dass das auch hinhaut. Ist immer ein bisschen ätzend. Angebote, Angebote, Angebote. Also ist noch nicht so weit. Ist der Monat auch gleich vorbei. Und Kronholm verkauft. Wir müssen halt unseren Kader ein bisschen ausdünnen. Das ist halt so. Und dann hoffe ich einfach, dass wir damit durch die Saison gut durchkommen. Dass wir da nicht irgendwie größere Probleme haben. Müller auf die 60 jetzt. Das ist sehr schön. Und gleich kommen die letzten 10 Stunden. Präferenz, Pressekonferenz, ich habe Präferenz gelesen. Nochmal ein Spiel gegen die Bayern. Und ja, die meisten haben gesagt, lass ruhig wieder normal. Können wir ruhig auch. Die Sachen wieder normal machen und nochmal gucken, wie das gegen Bayern läuft. Ansonsten vielleicht irgendwie, ja. Oh,
Shoot. Er hat eine 74, 8 Millionen, ja. Isaiah Jung, okay. Okay, kann man sich vielleicht nochmal vormerken. Aber gut, an den kommen wir jetzt nicht so ran. 8 Millionen ist dann doch ein bisschen stark. Ja, was ist jetzt hier aber rechts sonst nichts. Ich würde sonst gerne eigentlich... Ende der Spieltermin. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar Angebote kriegen. Das heißt, wir machen erstmal nichts. Wir haben halt noch ein bisschen Budget. Ja. Ach, guck mal. Die DFB-Pokalrunde der letzten 32 erreichen haben wir. Weil wir im Finale standen. Aktuelle Phase Achtelfinale oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das strange. Okay. 10 Millionen sollen wir einnehmen aus Trikotverkäufen. Das finde ich gut. Weiß gar nicht. Ganz kurz mal die Statistik bei den Finanzen angesehen. Transaktion. 53.000 durch Rösch, Ducouré und Zichos. Dauerkarten haben wir auch verkauft. Stadions Fassungsvermögen 13.400. 5%. Plus 762.000, okay. Also 5% macht das vom Ganzen aus. Ja, also ein bisschen nehmen wir schon ein. 350.000 pro Woche, da wird es mit 10 Millionen schon recht eng. Aber mal sehen. Jetzt kommen hier endete Spieltermine, weil, keine Ahnung, Pokal oder sowas? Oder was ist da der Grund? Weiß es nicht. Gucken wir mal. Also, eine Stunde, es passiert nichts. Ah, das ist schade. Wir werden wahrscheinlich über die Saison, also wird es noch ein bisschen dauern, bis wir da ein paar Spieler noch loswerden. Aber dann haben wir unseren Kader soweit ausgedünnt, kriegen ja noch Spieler nach und so weiter und so fort. Das sollte dann eigentlich alles passen. So, Bremen. Okay. Dortmund hat Jan Maat. Okay, Zugänge. Die haben richtig eingekauft. Okay, Murphy. 40 Millionen hat Freiburg ausgegeben. Wahnsinn. Duxch, wir haben 4,5 Millionen mit Duxch und Eggestein. Wie viel hat denn Bayern ausgegeben? Leverkusen, Verdi, Niang und Gajic. Oder wie auch immer heißt. CDB, Lato, Jedlin. Okay, es wird auf jeden Fall ordentlich reingebuttert. Wow. Sterling, Lukas und Koke. Oder Koke, oder wie auch immer heißt. Und Coman haben sie verkauft. Alles klar. Okay, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Spulen wir weiter vor und hoffen noch auf irgendwie ein paar Angebote. Aber das ist jetzt schon so spät, da kommt wohl nichts mehr. Ich habe einfach sehr viel geblockt. Spieler, die sie vielleicht haben wollten. Eine Anfrage noch bei 3 Stunden. Kann eng werden. Schindler, ja, alles klar. Da lehnen wir ab, ne? An den anderen sind sie nicht so interessiert, oder was? Das ist schade, das ist wirklich schade. Okay, dann wäre in der nächsten Folge das Spiel dann gegen Bayern dran. Das werde ich auch noch hier so in einem Rutsch aufnehmen. Und Frist ist abgelaufen. Monatsbericht der Jugendmannschaft. Einmal kurz rübergeschaut. 73 bis 79. Ah, achso, das sind die, die ich jetzt weiter scoute, ne? 76 bis 94 in RV. Ja, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Okay. Ja gut, ich hoffe, die entwickeln sich weiter gut. Das ist in Ordnung. So, das ist abgelaufen. Nächste Transferphase will Vasiliadis. Ja, den habe ich geholt. Ich dachte, wir brauchen auf dem RM so ein bisschen noch Auswahlmöglichkeit, aber das hat sich ja jetzt so ein bisschen auch gegeben, so ein bisschen, ne? Müssen wir echt mal gucken. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die Jungs hier alle noch ein bisschen verbessern. Osabe ist schon gerade auf die 71 hochgegangen. Sehr gut. Was sehe ich noch so an Verbesserungen? Wir können mal ganz kurz über den Kader huschen und schauen, was wir da haben. Attribute plus 3 bei Müller. Den trainiere ich ja auch gerade. ZOM und MS. Okay. Eberle plus 2. Okay, ja, gutes Potenzial hat er auf jeden Fall, glaube ich. Mal ganz kurz geschaut. Status zeigt großes Potenzial. Okay, Osabe plus 2. Auch schon Wahnsinn. Messerli plus 1. Und der Rest alles plus 1. Okay, Dürholz. Noch ein Messerli. Rösch.
Vasiliades verbessert sich. Ja, ist für uns alles gut, ne? Das ist für uns sehr, sehr, sehr gut. Duxch hat sich nicht verbessert. Wo ist er denn? Hier. Aber ist auch gerade erst gekommen. Oh, doch, hat auch ein paar Attributpunkte dazu gekriegt. In Ordnung. In Ordnung. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. War noch nicht so krass, was wir hier bei den Transfers gemacht haben. Aber das ist gar kein Problem. Denn wir müssen uns ja nicht so ultra schnell verändern. Wir haben sehr viel Jugendarbeit. Wir holen den einen oder anderen Spieler so dazu. Und ja, dann hoffe ich, dass wir erfolgreich sind in dieser Saison. Jetzt erstmal gleich das Spiel gegen Bayern. Ich nehme das auch erstmal auf. Dann habe ich erstmal genug oder zwei Folgen vorproduziert. Und dann bin ich gespannt, welche Anfragen es noch alles gibt für Spielernamen. Die werde ich dann nach dem Bayern-Spiel machen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.